Jo Leute, was geht ab? Euer vom Start und herzlich willkommen zu der ersten Folge Craft Attack Varro auf Galaxy. Ein Flachwitz-Video, Real-Life-Video hier. Okay, nennen wir es doch einfach den Jahresrückblick 2014. Und damit, jo Leute, was geht ab? Nochmal Ewolf am Start. Und herzlich willkommen zu meinem kleinen Jahresrückblick. Ich dachte mir einfach, ich erzähle euch halt nochmal so ein bisschen, was passiert ist. Was ich so für Veränderungen in meinem Leben hatte, weil dieses Jahr war einfach so krass. Und ja, ich würde sagen, wir fangen einfach mal ganz vorne an. Ich glaube, er hat seine Tastatur fallen lassen. Warum? Digga, was geht? Ich glaube, er hat 10.000. Bei mir, Junge! Digga, was geht ab bei mir? Was geht ab bei mir? Und. Junge, mach ein Screenshot. Ja, ich habe nämlich am Anfang des Jahres meine 10.000 Abonnenten geknackt und das war für mich wie, keine Ahnung, Himmel auf Erden, das war überkrass. Ich hatte vorher noch nie solche Zahlen erreicht und war so verdammt glücklich, dass ich meine 10.000 Abonnenten erreicht habe. Es war einfach Hammer. Damals waren wir alle noch klein, Krani, Petrit, wir waren ja früher, keiner weiß, aber wir waren früher fast jeden Abend auf dem Broken Sumstairs, haben gechillt und mit jedem, mit Manuel, mit Felix, Rotpilz, Revi kam dazu, alle, wir waren so oft abends da, haben gelabert, Kaddel und so und es war einfach eine verdammt geile Zeit und ja, dann ging es halt direkt schon weiter mit Varro. Ja, Freunde, ich habe damals in Varro den allerersten Kill aus dem kompletten Projekt gemacht und ich war so verdammt stolz. Ich glaube, an dem einen Tag habe ich sogar 2000 Abonnenten bekommen. Das war ein absoluter Highscore. So viel habe ich im Leben noch nie bekommen. Und ich war so verdammt glücklich und es war einfach so übergeil. Damals war ich ja noch im Team mit Krani, also Hashtag Team Kranwolf, meine Freunde. Und es war einfach echt eine hammergeile Zeit. Da waren wir, glaube ich, so bei... ja, knapp 30.000 Abonnenten und wer es nicht wusste, ich habe ja vorher nur COD gemacht und irgendwann trieb mich dann einfach Revi an, ja hier, du bist jetzt im Varro drin und den Craft Attack und ich dachte mir erstmal so, what the fuck, ich habe nicht mal einen PC zum Aufnehmen, ich kann nicht mal aufnehmen, mein PC packt das nicht und der so, ja, du bist jetzt immer in Varro drin, ich so, ja super und habe ich mir erstmal einen neuen PC bestellt und dann gab es da noch Schwierigkeiten, dann wollten wir noch einen Kumpel seinen ausleihen, dann habe ich den noch einen Tag vor Varro doch noch zum Laufen bekommen und es war so viel Stress, aber es hat sich so gelohnt, weil Varro war einfach so eine geile Zeit. Damit war dann so gesehen der Startschuss für mein ganzes YouTube-Dasein geschossen, denn ab diesem Moment ging es halt langsam bergauf bei mir, ich war ja noch in Craft Attack drin, was ja auch ungefähr ein übergeiles Projekt war, es hat so viel Spaß gemacht, wir haben so oft abends auf dem TS einfach gechillt und haben Craft Attack gezockt und Leute, ohne Scheiß, mir wird einiges fehlen, wäre ich da nicht drin gewesen. Ich habe gerade durch die ganzen Projekte so viele YouTuber auch mal kennengelernt und so. Unter anderem war ich dann auch das erste Mal bei einem YouTuber daheim, das war der Manuel. Der hatte mich damals noch abgeholt mit SSIO im Auto. Was los? Es war einfach so geil. Und ja, dann habe ich mich auch mal mit Petrit, Rotpilz und all den Leuten getroffen. Und es war einfach, ohne Scheiß, Leute, sowas ist einfach Hammer. Hi. Set fire to your hair. Yeah. Poke stick at a grizzly bear. Uh-huh. Medicine. Get out of this. Rather on the run, Ray. Yeah. Dumb ways to die. So many dumb ways to die. Einfach überkrass lustig an dem Abend und ja, meine Freunde, es hat nicht lange gedauert, da war ich erstmal wieder projektlos, da Varro und Craft Attack rum waren und ich irgendwie nicht mehr so ganz Lust auf Let's Plays hatte und hab da ja mehr so Anmachsprüche, keine Ahnung, alles mit Witzen und so weiter gemacht und es war auch eine verdammt geile Zeit, ich habe sehr viel mit Giorgio gemacht, sehr viel mit ganz vielen anderen super coolen Leuten und es war trotzdem einfach mega Hammer und es hat so viel Spaß gemacht und ja, Leute, dann kamen auch schon die Video Days. When I'm with my crew, when I'm with my crew, this is how we do, this is how we do. I don't know about you, I don't know about you. This is how we do, do, do. Look, I'm like anything goes, man, as long as I said it. These internet hoes probably found me on Reddit. Plus I never pull threes, you gon' have to call Reddit. Give me sugar on the low, treat me like a diabetic. When I be on the road, I be making mad cash. And shorty over there probably got the fat ass. And me and Twizzy Matt bout to blow mad fast. Putting numbers on the board, cause we met in math class. But I was on, you was on, man, the whole crew was gone. Shorty might bust it open, wipe me down, Boosie. Und Leute, ohne Witz, die Video Days waren so ungefähr, war einfach das Heftigste für mich. Es war das krass geilste Erlebnis überhaupt.
Es war das erste Mal, dass ich irgendwo hingekommen bin und Autogramme geben musste, Fotos machen. Das war, man wurde einfach behandelt wie so ein, keine Ahnung, Bromi und ich komme einfach nicht drauf klar. Wisst ihr, zu Hause sitzt man immer vorm PC, macht einfach seine Videos, weil man Spaß dran hat. Und auf die Videodates kommt man rein. Ich bin da einfach, ich weiß noch, ich bin dann auch in diesen YouTube-Eingang bzw. VIP-Eingang, der war irgendwie unterirdisch reingegangen. Da hat mich Alexi Bexi noch mit reingeholt, weil ich am Anfang nicht wusste, wo es da reingeht. Und da habe ich den zufällig getroffen und dann hat er gesagt, ja, da komm grad mit. Und habe mich mit dem noch ein bisschen unterhalten, bin da reingegangen und dachte mir einfach nichts an. Wollte einfach zu meinem Netzwerk, ich bin ja Divimove, wollte zum Stand gehen. Und auf dem Weg wurde ich so oft angesprochen. Um mich rum waren so viele Leute und ich kam einfach nicht mehr klar. Das war so ein krasses Gefühl, Leute. Ich will einfach jedem von euch dafür danken, dass ihr mir sowas ermöglicht. Das ist einfach überhammergeil. Und auf dem Divimove-Stand, ihr habt ja gerade in einem kleinen Video schon gesehen, da waren so verdammt viele Fans. Ich kam da an, da war alles voll. Krani, Pixelwolf und Revi haben Autogramme gegeben. Ich dränge mich da durch, drehe mich um. Auf einmal fangen voll viele an, ja, Vive. Und dann habe ich da locker erstmal 3 Stunden mit Patrick und so weiter noch Autogramme gegeben. Und das war so ein krass geiles Gefühl. Hammermäßig. Und es war echt überkrass, weil Leute, ohne Scheiß, Autogramme schreiben und so ist einfach krass. Ich hätte niemals gedacht, dass ich mal so weit komme, dass überhaupt mal jemand meinen Shit auf YouTube gibt. Und dann direkt so viele und keine Ahnung, Videodays waren einfach nur Überhammer. Und noch eine kleine Story nebenbei, mein Dad kam mich ja sogar besuchen. Das hat, glaube ich, nur 1-2 Leute das mitbekommen. Und zwar bin ich mit dem lieben Justin Pixelwolf, während drin gerade die ganzen Konzerte waren, Kollege und so, sind wir aus, wir waren ja oben in so einer VIP-Loge, da sind wir halt rausgegangen und dann habe ich durchs Fenster meinen Vater gesehen. Und dann sind wir rausgelaufen zu dem und ja, dann war ich kurz bei dem, dann kam schon jemand und wollte noch ein Autogramm und ein Foto. Und dann habe ich das mit dem gemacht und dann guckt mein Vater den so an und der guckt zu meinem Vater und mein Vater, ja, mach das mit mir. Und der Typ so, was denn? Ja, willst du jetzt ein Bild und ein Autogramm? Der Typ so, nein, ne? Der hat so voll Schiss. Und mein Vater, wie? Ich bin aber neben seinem Dad. Und der läuft einfach weg und ich hab mich so bepisst, Leute. Und keine Ahnung, im großen und ganzen Videodays waren einfach so Hammer und ich will mich echt bei jedem bedanken. Und ja, was auch fast niemand wusste, dass ich ja vorher noch mit Revi und Manuel zusammen im Sommer in den Urlaub gefahren bin. Und Leute, ohne Scheiß, das war auch so geil. Revi meinte, Partystadt Nummer 1. Dann sind wir zum Timmendorfer Strand gefahren. Das war eine Kurgegend, wo nur Senioren waren. Und es war so lustig. Das war alles so, oh mein Gott, wir haben da einfach gar nicht hingepasst. Wir wurden jeden Abend im Hotel gefragt, ob wir denn wirklich hier gebucht haben und so. Und es war einfach auch so lustig. Wir waren im Heidepark, wir waren im Hansapark. Ich habe es erstmal Shuffle-LP, also Tom, getroffen, der dann auch noch vorbeikam. Wir haben öfters abends was gemacht. Die liebe Steffi, die auch noch mit dabei war. Und es war einfach auch eine so verdammt geile Zeit. Ja, auf jeden Fall. Hammer, hammer geil. Naja, dann waren auch schon die ersten 100.000 Abonnenten eingetütet, Freunde. Ich war so verdammt glücklich. Ich hab von der ganzen Gang von uns, also Petrit, Krani, die hatten das alle noch vor mir, Pixelwolf. Und dann habe ich sie auch noch bekommen und ich war so verdammt glücklich. Habe erstmal das Special mit meinem Vater rausgehauen, was ja auch so unglaublich gut angekommen ist. Und es ging einfach so ab und ich habe mich so krass gefreut. Und was da nicht ganz so schön war, war mein Varo-Tod. Denn ich bin leider im Team GoWife mit Gomme einfach in der allerersten Runde rausgeflogen. Das war so ziemlich das Aus für alles, Mann. Es war so verdammt traurig. Aber, ja Leute, was will man machen? Ich wurde getötet von Kev, hab Concraft aber noch mitten in den Tod gerissen und, naja, ich will da nichts sagen, aber Gomme hat ja trotzdem ziemlich lange überlebt. Er war noch in den Top 5, glaube ich. Und, ja, hier nochmal kurz mein Tod. Achtung, Hilfe, 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 da. Hilfe, ich hab noch ein Herz. Oh Gott, nein! Nein! Gleich startet die Varo-Aufnahme. Ich bin so aufgeregt. Gomme nimmt schon wieder mit Evive auf. Ist das Gerücht etwa wahr mit dem Varo-Teampartner? Wie schon gesagt. Richtig drauf. Und, und wir rocken das. I'm just so sick of being. Tja, meine Freunde, so schnell kann man in Varo sterben. Es ging jetzt wirklich verdammt schnell. Ich hätte echt auf keinen Fall damit gerechnet. Naja, Freunde, ich würde mal sagen, dann sind wir langsam jetzt schon wieder bei mir angekommen. Ich habe jetzt gestern nach die 200.000 Abonnenten geknackt. Ich nehme das heute am 31. auf und ich lade es gleich sofort hoch. Und, Freunde, ich wollte mich ohne Scheiß mal bei jedem von euch bedanken. Der letzte Monat war auch so krass. Ich habe mit den Varo-News, ich hätte niemals gedacht, dass es so abgehen wird. Und generell alles, es war einfach Hammer, es war eine super Zeit.
Gomme hat mir auch wirklich weitergeholfen. Gomme war, ist echt ein Knorke-Typ, liebe Leute. Und wir haben auch Varo immer noch weiter aufgenommen. Fand ich auch ziemlich cool, dass er da meinte, hey, du kannst trotzdem noch in den Aufnahmen dabei sein und so. Und Leute, ohne Witz, ich habe euch so viel zu verdanken. Ihr habt mein Leben so krass verändert. Natürlich nur zum Positiven. Und ja, ich wollte einfach mal in dem Video nochmal zeigen, was mir so alles passiert ist, wie ich mich so gefühlt habe in der ganzen Zeit. Und ich hoffe, Leute, dass 2015 mal mindestens genauso geil wird. Ich freue mich da schon so heftig drauf. Und Freunde, Videodays, Gamescom werden gerockt. Ich hoffe, ich sehe jeden einzelnen mal von euch. Jetzt sind wir ja schon mehr als doppelt so viel wie beim letzten Videoday. Und ja, Freunde, ich freue mich echt überkrass. Ich bin gerade immer noch voll happy wegen meinen 200k, die ich geknackt habe. Und Leute, ohne Scheiß, bleibt so wie ihr seid. Ihr seid die allerbeste Community, die man sich überhaupt nur wünschen kann. Und ja, ich würde mal sagen, das war's dann von dem heutigen Video. Wenn es euch gefallen hat, lasst mal einen Daumen nach oben da. Das wäre echt cool, wenn wir da mal wieder so, ich sag mal, 10.000 schaffen könnten oder so. Für das Jahr 2014. Und Leute, 2015 wird gerockt, da glaube ich ganz fest dran. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns morgen im neuen Jahr. Und deswegen rutscht halt gut rein, feiert noch schön und dann sehen wir uns morgen. Haut da rein, macht's gut, ciao. We'll be right back.